Religion, Definition. Als Religion bezeichnet man eine Vielzahl unterschiedlicher kultureller Phänomene, die menschliches Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen prägen und Wertvorstellungen normativ beeinflussen. Es gibt keine wissenschaftlich allgemein anerkannte Definition des Begriffs Religion. Die Maß ist an sich die Wurde der Werte. Sie ist viel und vieles mehr als die Angst. Aber die Angst nur so ziel sei, ubi vernünftig. Die Rotung vor der Agmin Fra, die ein Bruchstall. Nur sogar die da die Worte, da die wie eins haben, die sie duste. Trau weh nun, weh undere, da du erstarret du ehst. War du ist da, war wieder, eh i unkleber. Der da eklar his helfe, da ist unerkleber if die global, die bläst die kosa une. Ega udi schies hab, Tau, Ram, Gott, Kraft, Geist, Indifferenz, woanders. Egal ist egal, da ist mehr als da. Nun, das dadaistische Gebet, das jedem menschlich vernünftigen Vorhaben vorausgeht, ist das Gebet des Unsinns. Es wird eingeleitet durch eine gedankliche Ausrichtung auf Dada, mit Verbeugung in eine der sechs Himmelsrichtungen. Des Weiteren durch die Anrufung seines Namens, die allmähliche Bewusstwerden seiner unendlichen Güte und ob genügend Milch in seinem Kaffee befindet. Die ersten Schritte, um die gedankliche Ausrichtung herbeizuführen, sind erstens natürlich die Anrufung des Gottes Dada, mit dem Gebet der Hingabe, auf das sein Unwille geschehe. Dieses wiederum wird durch das Gebet der Aufgabe eingeleitet, damit sein Unsinn an uns seine vollkommene Wirkung erzielen kann. Das zweite ist das Aufgeben des Denkens und das Abgeben von allem, was unsere Konfusion im Alltag bereithält und belastet vonnöten. Nur so ist die uneingeschränkte Bereitschaft, eine Dada-Begegnung, wie und wann auch immer sie sich schenkt, zuzulassen. Im Namen des Irrsinns, des Nonsens und des Himbeergeizes mit Artischockensaft.